tot mit dem. Na, Level up. Yay, Max Leben. Geschafft. Aber Bayon und die anderen sind im Weg. Können wir es noch rechtzeitig schaffen, die Wiederbelebung von Tartarus zu stoppen? Erlaubt mir, meine Empfehlung zu korrigieren. Bitte hört zu. Was gibt's? Die Wahrscheinlichkeit, Tartarus wiederbeleben zu stoppen, liegt ungefähr bei 0%. Ihr könntet aber immer noch Tartarus davon abhalten, Kuda zu aktivieren. Wirklich? Wie? Ich habe ein Patch-Programm vorbereitet, das Projekt Kuda einfriert. Ich empfehle euch, diesen Patch namens Recoder zu benutzen. Momentan bewahre ich das Programm in zwei Segmenten auf. Seht in den Terminals links und rechts vom Fahrstuhl nach. Wenn ihr beide Segmente habt, kehrt nach Mirimina zurück. Meine Fresse, ich glaube, ich fasse es immer noch nicht, dass die Menschheit durch einen Reset-Knopf getötet wurde. Was willst du denn? Was ist das? Etwa ein Schatten? Das ist eine Wächtereinheit, die aus Nanometall besteht. Jedes Lebewesen, das nicht auf der gleichen Psychowelle liegt, wird als Gegner angesehen. Auf der gleichen was? Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Die Einheit hat dich bereits als Gegner registriert. Ich empfehle dir, ihre Funktion zu blockieren. Zerstöre die Einheit. Funktion blockieren ist eine meiner Spezialität. Ich glaube, wir sind etwas zu dumm. Dich habe ich doch so schnell getötet, Mann. Was willst du eigentlich, Mann? Okay. Aktuelle Benutzer freigegeben. Starte Download. Recoder Segment A. Derzeit als visuelle Daten getarnt. Konvertierung notwendig. Bitte warten. Konvertierung abgeschlossen. Ich verstehe. Boah. Heftig, heftig. Das heißt jetzt nur, dass ich nicht alle Songs habe. Weißt du was? Hier. Küss den Boden. Aktuelle Benutzer freigegeben. Start Download Recoder Segment B. Derzeit als visuelle Daten getan. Konvertierung notwendig. Bitte warten. Konvertierung abgeschlossen. Damit haben wir alles. Okay, wir haben beide. Kehren wir zu Junglo zurück. Boah, ich dachte schon, dass ich den Weg jetzt sauber hingehen muss. Das wäre das letzte jetzt gewesen. Ich werde jetzt das Programm zusammensetzen. Lasst mich in der Zwischenzeit erklären, wie man es benutzt. Es ist ganz leicht. Leicht ist immer gut. Schieß los. Ich werde das Programm auf einem Nanochip installieren. Bitte verschafft euch Zutritt zu Tartarus Kern und setzt diesen Chip dort ein. Du meinst, wir müssen ins Innere von Tartarus? Ja, aber nur ein Hybrid ist in der Lage, den Kern direkt zu betreten. Du bist ein Hybrid, richtig? Dann vertraue ich dir den Chip an. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass es mal nützlich sein könnte, ein Hybrid zu sein. Nun denn, nimm den Recoder Nanochip. Die Zeit für eure Rasse ist noch nicht abgelaufen. Aber bitte, schlagt einen anderen Weg ein als die alte Menschheit. Ist das eine weitere Empfehlung von Juno? Nein, das ist mein Junglos persönlicher Wunsch.
Aha, okay, du hast mein Wort. Wir sollten zu Golden Road zurückkehren und von dort aus die nächsten Schritte planen. Meine Fresse, Sufi Story. Und deshalb haben wir es nicht geschafft, Bayon zu stoppen. Also warten wir, bis Tartarus erscheint und nutzen dann Recoder. Es wäre mir lieber gewesen, wenn es anders gekommen wäre, aber wir haben keine Wahl. Wie läuft's mit den Modifizierungen der Powerzelle? Oh, ich habe gute Nachrichten. Entschuldigt die Störung. In der Nähe von Pharao wurden Machina-Aktivitäten festgestellt. Was? Sie beleben Tartarus jetzt schon wieder? Sie sind zu schnell. Cutscene. Zu viele Fehler in der Cutscene. Bayon hat schneller gehandelt als erwartet. Vielleicht haben wir noch etwas Zeit, bevor sich Tartarus in dieser Dimension stabilisiert und Coda aktiviert, aber es wird nicht viel sein. Also ist es ein Rennen gegen die Zeit. Wie lautet der Plan? Passt auf, ich erkläre euch die Hauptpunkte der Operation. Ich bin ganz Ohr. Als erstes Phase 1. Wir müssen uns Zugriff auf beide Titanomachiner verschaffen. Dann bekommt Phase 2. Wir benutzen die beiden Titanomachiner, um Tartarus anzugreifen. Dabei müssen wir Tartarus' Schild durchbrechen. In Phase 3 werden wir Tartarus invertieren. Die Priorität der Sturmtruppe lautet, die Mission für Red zu erleichtern. Red ist der Einzige, der den Nano-Chip benutzen kann, aber daher seid vorsichtig damit. Und zu guter Letzt startet Phase 4. Wir übernehmen die Kontrolle über Tartarus' Kern. Das war's. Noch irgendwelche Fragen? Erkläre uns bitte die Details und die Gruppenzusammenstellung jeder einzelnen Phase. Phase 1 beinhaltet die Anneigung der Titanomachina. Ich habe 2 Powerzellen vorbereitet. Mit ihnen werden wir die Kontrolle über sie ergreifen. Bluger wird sich um Laris kümmern. Red und L werden Limrus übernehmen. Heißt das, ich muss L allein zurücklassen, wenn ich Tartarus stürme? Verstanden, wir haben keine andere Wahl. Aber wirst du klarkommen? Natürlich, du weißt doch, ich bin unsterblich. Unglaublich, aber wahr. Das beruhigt mich nicht wirklich. In Phase 2 werden sich alle darauf konzentrieren, Tartarus anzugreifen. Wir wissen nicht, Fliege, wie stark sein Schild ist, da er fokussiert euer Angriff auf einen Punkt. Die Sturmtruppe in Phase 3 besteht aus Red, Opera, Gren, Kalua und allen, die zu diesem Zeitpunkt noch kämpfen können. Gebt alles, was ihr habt. Ach du meine Güte, dieser Plan wird mit jeder Sekunde abstruser. Niemand weiß, wie es im Inneren von Tartarus aussieht. Mach dich auf alles gefasst, Red. Wie dem auch sei, wir alle haben nur ein einziges Ziel. Den Nanoship in den Kern einzusetzen, ist das klar, Red? Glasklar, das könnte das größte Abenteuer aller Zeiten werden. Dir ist schon klar, dass auch die Zukunft der Welt von dir abhängt, oder? Klar, ich mach das schon. Wenn ich erstmal was in Angriff nehme, dann schaffe ich das auch. Der ist sehr zuversichtlich, wenn man das gerade so sieht. Boah, so viele Fehler in der Cutscene gewesen. Naja. Ich bin ja bisher der einzige deutsche Let's Player, der das hier Let's Played. Okay, es gibt noch einen anderen, aber der hat schon irgendwie mittendrin aufgehört. Beim ersten Teil schon. Ich möchte, dass du noch eine Sache erledigst, bevor wir in Phase 1 eintreten. Und das wäre... Besiege Nero und Blank. Soll das ein Witz sein? Das würde helfen, die Machina zu isolieren und ihre Verteidigung zu senken. Viel Glück. Na, du hast leicht reden.
Keine Sorge, du kannst sie besiegen, mittlerweile. Du bist viel stärker geworden, Red. Ich habe tatsächlich noch ein Hühnchen mit den Beinen zu rupfen. Na gut, ich bin dabei. Opera, schick deine Kobra-Säge auf die Suche nach den beiden. Kein Problem, ich kann aber nicht versprechen, dass wir sie nicht selbst erledigen. Sie sind wahrscheinlich in einer Stadt, die in der Nähe von Tartaros Erscheinungsort liegt. Das wäre Pharao, alles klar. Ausgezeichnet, schon bald wird die Wiederbelegung von Tartaros abgeschlossen sein. Glückwunsch, Lord Bayon. Das habe ich auch euch zu verdanken, Nero und Blanc. Ihr habt eure Aufgabe perfekt ausgeführt. Danke, Lord Bayon. Und was kommt als nächstes? Als nächstes? Ihr sagtet doch, ich dürfe gehen, um Red den Rest zu geben. Ach ja, natürlich. Dir steht jetzt frei zu tun, was du möchtest. Was ist mit mir? Du kannst natürlich auch tun und lassen, was du möchtest. Haha. Dann gehe ich mit Blanc. Wie du möchtest. Lord Bayon? Was gibt's? Warum bist du noch hier? Ach nichts, ich gehe dann mal. Irgendwas hat er vor. Komm zu mir, Tartaros. So schnell wie möglich. Hehehe. Irgendwas hat er vor, der alte Knacker. Kabine. Mal schauen, Audio. Okay. Bibliothek. Nächstes Ziel. Da geht's weiter. Oh, nein. Erstmal nach Airdale. Ich will mal mit diesem komischen. Ach, wie heißt der? Komischen Sänger da reden. Die soll mir was Neues geben. Meine Fresse nochmal. Dauert das jetzt richtig lange. Und ein paar Andenken kaufen auch noch, wenn ich schon dabei bin. Okay, das haben wir dann. So, was gibt's mir jetzt? Habe ich jetzt alles aus der Welt? Die Welt ist noch vieler. Also ziellos im Spiel. Willst du mich gerade verarschen? Wie viele Lieder willst du eigentlich, Mann? Okay. Wie du es willst, kein Problem. Okay, wo soll ich das nächste hingehen? Ich habe jetzt drei Möglichkeiten, die ich jetzt machen kann. Mau, Silham, ach du als Chef. Dün, 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 dün. Hier sind die Duelle, an denen du derzeit einzeln. Spezialmatch. Haben Schauker nicht verändert, sondern ihr wiedergeboren. Jetzt wird es Zeit für dich, die Bühne zu betreten. Was soll das heißen? Das Publikum verlangt nach immer mehr spannenderen und aufregenden Kämpfen. Deswegen müssen wir teilnehmen mit verschiedenen Handicaps kämpfen. Das hört sich nach Spaß an. Ich bin dabei. Ich hoffe, du bereust es nicht. Irgendwie klingt das schon scheiße. Heute gelten für mich, ja, einzelne, ja, kennt ihr schon. Wie das lautet. Gewinne innerhalb einer Minute und tappe in keine Falle. Schaffe ich das? Mal sehen. Ja, hast du gerade vor 5 Sekunden erklärt. Ich schaffe das. In einer Minute besiegen. Okay. Ja, das brauche ich nicht so. Gewinne innerhalb einer Minute und tappe in keine Falle. Darum stellen wir erst eine Runde laute Gerät gegen die Minimalen gegen was. Von Insekten lässt mich doch nicht aufhalten. Erste Runde, fertig, los. Okay, geschafft. Der Sieger steht fest. Der erste Runde geht an Red. Ich lasse mich doch nicht von einer Ameise aufhalten. Okay, das haben wir dann auch geschafft. Kommt die zweite Runde. Die Spezialregeln für die zweite Runde lauten: Gewinne innerhalb 120 Sekunden und bekomme keinen Treffer ab. Komm zu Empfang, wenn du soweit bist. Und im nächsten Part.